Einige schnarchen, andere sprechen. Andere sagen, dass man beim Schlafen seinen Körper verlässt. Wenn ihr herausfinden wollt, ob das stimmt, bleibt dran. Heute für euch 8 merkwürdige Dinge, die mit deinem Körper passieren, wenn du schläfst. Ich wünsche euch viel Spaß. Nummer 1. Es ist oft vorkommt, dass wir von jemandem träumen, der uns verfolgt. Jedoch vergessen wir beim Aufwachen wieder, wie diese Person genau aussah. Es gibt aber Leute, die sagen, dass sie beim Aufwachen den Schatten der Person sehen, der sie einmal verfolgt hat. Dies ist bekannt als Halluzinieren. Das bedeutet, dass sie etwas gefühlt oder gehört haben, was in echt gar nicht existiert. Diese Störungen treten meist in einem frühen Erwachungsstadium auf, besser gesagt im Wachtraum. Wenn ihr aber diese Störung nicht mehr haben wollt, entspannt euch einfach. Ebenfalls zeigt es, dass du zurzeit eine harte Zeit durchmachen musst. Es ist wahrscheinlich nur das Gehirn, was euch mal wieder einen kleinen Streich spielen möchte. Nummer 2. Unsere Träume sind voll von unglaublichen und sinnlosen Dingen. Könnt ihr euch aber vorstellen, dass ihr eure eigenen Träume kontrollieren könnt? Der Name dafür ist luzides Träumen. Ihr könnt buchstäblich das tun, worauf ihr gerade Lust habt. Doch das müsst ihr dafür beachten. Frage dich beim Aufwachen, was du geträumt hast. Stehe nicht sofort auf, sondern bleibe noch ein paar Minuten liegen. Oft wachen wir auf und vergessen, was wir gerade geträumt haben. Der Grund dafür ist, dass wenn wir aufwachen, oft sofort an andere Dinge denken. Schreibe dir deshalb deine Träume direkt nach dem Aufwachen auf. Führe am besten ein Notizheft von deinen Träumen. So lernst du nämlich mit der Zeit dein bestimmtes Traummuster kennen. Wichtig ist auch, dass du im Traum zwischen Realität und Traum unterscheiden kannst. Das heißt, wenn du in deinem eigenen Traum weißt, dass du gerade am Träumen bist, kannst du diesen Traum auch beeinflussen. Nummer 3. Viele Personen sagen, dass man während des Schlafens seinen Körper verlässt. Viele Menschen in fast allen Teilen der Welt berichten, dass sie dieses Gefühl fühlten. Manche sagen sogar, sie seien in der Lage zu sehen, wie sie ihren eigenen Körper verlassen und ihren schlafenden Körper auf dem Bett liegen sehen. Dieses Phänomen nennt man Extrapolieren. Doch das Extrapoliere-Phänomen passiert nicht nur in Träumen. Es ist auch üblich für Nahtoderfahrungen. Bis heute gibt es noch keine eindeutigen Erklärungen für dieses beeindruckende Phänomen. Nummer 4. Habt ihr schon mal etwas von dem explodierenden Kopfsyndrom gehört? Bloß nicht wörtlich nehmen, natürlich explodiert einem nicht in Wirklichkeit der Kopf. Es ist ein seltsames Phänomen, bei dem die Menschen plötzlich eine laute Explosion hören. Das Komische ist, dass dieser Sound nicht wirklich passiert, aber das Gehirn diesen als wirklich registriert. Das Problem ist, dass sie glauben, dass etwas im Haus explodiert ist und sie unter Stress und Angst aufwachen. Es wird geschätzt, dass mehr als 20% der Weltbevölkerung diese Situation zumindest schon einmal in ihrem Leben erlebt haben. Nummer 4. Kennt ihr es vielleicht, wenn ihr nachts aufwacht und euch nicht mehr bewegen könnt? Der Name dafür ist Schlafparalysie. Menschen, die zum ersten Mal eine Schlafparalysie erleben und nicht wissen, was eine Schlafparalysie überhaupt ist, sind in erster Linie schockiert, da sie ihren Körper nicht bewegen können. Doch die Schlafparalysie tritt auf, um geträumte Ereignisse nicht auf deinen Körper zu übertragen. Läufst du also in deinem Traum, würdest du auch versuchen, in dein Bett zu laufen. Damit deine Träume den Erholungsprozess deines Körpers nicht stören, hat dein Gehirn einen Mechanismus entwickelt, der Körper und Bewusstsein voneinander trennt, also keinen wirklichen Grund zur Sorge. Nummer 5. Jeder von euch wird es bestimmt schon einmal erlebt haben. Man ist gerade am Einschlafen und plötzlich schreckt man auf und hat ein unglaubliches Herzrasen. Bei solch einem Erlebnis handelt es sich um eine sogenannte Muskelkontraktion. Dies geschieht, weil sich unser Gehirn auf den Schlafmodus einstellt. Sehr oft kommt es dabei zur Störung bei der Signalübertragung, weil sich einige Hirnbereiche schon im Halbschlaf befinden. Die Folge ist deshalb, dass wir beim Einschlafen unkontrolliert zucken und uns davor erschrecken. Kommen wir zu Nummer 6, das Sprechen im Schlaf. Das Sprechen im Schlaf kann manchmal sehr merkwürdig sein. Schlafmediziner bezeichnen das Phänomen des Sprechen im Schlaf als Somnolenkie. Meist wird dabei etwas sehr Unverständliches ausgesprochen. Die Gespräche während des Schlafes sind nicht immer verständlich, da die zum Sprechen benötigten Muskeln während des Schlafs meist nicht aktiv sind. Das Sprechen während dem Schlaf tritt gewöhnlich während der Traumphase auf. Die Ursachen von Somnolenkie sind noch nicht ausreichend untersucht. Jedoch konnte nachgewiesen werden, dass verschiedene Einflüsse wie psychische Stresssituation, Fieber, Alkohol und die Einnahme bestimmter Medikamente das Sprechen im Schlaf begünstigen.
Kommen wir damit auch schon zu der Nummer 8. Dieser Mann ist tief am Schlafen. Bei diesem Mann kann man deutlich sehen, wie er beim Schlafen seine Augen bewegt. Doch dies ist völlig normal, denn nämlich jeder von uns tut dies. Und das jede Nacht. Doch schuld daran, dass die Augen sich im Schlaf bewegen, ist die sogenannte REM-Schlafphase. Experten sind sich nicht sicher, warum dies geschieht. Man geht aber davon aus, dass dies wegen des Träums passiert, weil wir beim Schlafen im Traum uns ganz normal umschauen und Sachen wahrnehmen. Ja, das waren 8 merkwürdige Dinge, die mit deinem Körper passieren, wenn du schläfst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einfach ein Like und ein Abo da. Und schau dir doch auch meine anderen Videos an. Und ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Nacht.